In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Das besagt ja schon ein altes Sprichwort. Im Club A kann man spielerisch körperliche Übungen erproben, die auch für geistige Fitness hilfreich sind. Mens sana in corpore sano, das wussten bereits die alten Römer. Psychologen liefern die statistische Bestätigung dazu, die zeigt, wie psychische Erkrankungen im Laufe des digitalen Zeitalters gestiegen sind. Damit einher geht ein negativer Lebenswandel mit weniger Bewegung und schlechter einseitiger Ernährung. Wir beim Club A sind ein Mensch als Einheit von Körper, Geist und Seele. Das heißt, wir versuchen in unserem Training einfach alle drei Bereiche zu berücksichtigen und ins Training mit einzubeziehen. Das heißt, das zieht sich durch die Programme durch? Ja, also an sich grundsätzlich durch alle Programme, natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber in irgendwelchen Choreografiestunden wird natürlich über das Koordinationstraining der Geist mittrainiert. In ruhigen Stunden versuchen wir sehr bewusst über unseren Kopf den Körper auch anzusprechen und zu steuern. So steigt die Qualität vom Körpertraining, indem wir einfach den Kopf mit einbeziehen. Und wir wollen einfach auch, dass die Leute, wenn sie rausgehen, sagen, pfah, es geht mir gut. Und da gehört auch ganz stark die Seele dazu. Bewegung führt über den Umweg der körperlichen Fitness zu positiven Reaktionen, was wiederum dem Selbstbild zuträglich ist. Ich bin ein bisschen später eingestiegen, beim zweiten Mal erst, und habe mir gedacht, ich schaue mir es einfach an. Und habe schon beim ersten Mal dann erlebt, dass es wirklich lustig ist, dass man wirklich in einer ganz ungezwungenen Weise sich selbst kennenlernen kann, dass man merkt, Moment, so ist es ja gar nicht. Ich kann auf einmal die Zahlen mir leichter merken und habe das nie gedacht, dass das so ist, und kann in einer ganz einfachen Art lernen und wirklich spielerisch lernen. Was mir am wichtigsten wäre, ist, dass man lernt, dass man Stärken und Schwächen hat und dass man respektvoll auch mit den anderen umgeht und dass die anderen einem helfen. Dass man kein Grund ist, sich zu genieren. Man sieht es jetzt ja auch im Video. Jeder macht Fehler und die anderen helfen einem, oder man kann selber über sich lachen und man weiß, es gehört dazu. Sport macht auch das Gehirn jung und flexibel. Durch die Bewegung kann es auch zu einer Verbesserung der Gehirnleistung kommen. Es geht um kognitives Training, und das geht viel besser, wenn man gleichzeitig auch den Körper bewegt. Weil an und für sich von unserer Entstehungsgeschichte her haben wir den Körper immer verwendet, um Probleme zu lösen. Jetzt egal, ob es Bewegungsprobleme waren, Essen besorgen oder sonst irgendwelche Sachen. Da gibt es einfach eine Verbindung zwischen Kopf und Körper. Und wenn man die aktiviert, merkt man sich schneller, man hat mehr Spaß. Und es geht generell darum, so Strategien zu erarbeiten gemeinsam, wie man im Alltag sich Sachen besser merkt und wie man auch mit mehr Humor hat, wenn irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Es gibt ja keinen, der noch nie Gedächtnisprobleme gehabt hat. Es gibt keinen, der nicht schon was vergessen hat oder sich was nicht gemerkt hat oder im Kühlschrank seine Brille gefunden hat oder sonst irgendwelche Sachen. Und wir leben leider in einer Gesellschaft, wo das ein Tabu ist, wo keiner zugibt, er tut sich bei dem schwer, oder wo man sich selber das auch nicht verzeiht. Es macht so viel Spaß, da merkt man erst, was man sich alles nicht merkt oder nicht mehr kann. Ja, an Schritte, an Bewegungen, das glaubt man gar nicht. Und es macht wirklich Spaß. Und ja, wir gehen gern. Mann, was du? Ich finde von der Koordination her ist wichtig, ne? Dass man was tut, weil man wird immer träger im Alter, und das bringt bestimmt auf jeden Fall was. Ne? Ich kann dem allem nur beipflichten. Die Doris macht das ganz super. Und ich ärgere mich jetzt nicht mehr so, wann ich meine Brillen verlege, sondern ich denke mehr nach, und dann kommt schon. Nein, sie macht das ganz, ganz super. Es ist nie zu spät, mit Bewegung zu beginnen. Der Körper reagiert sofort und man wird belohnt mit mehr Lebensfreude und Gesundheit für Geist, Körper und Seele. Es ist einfach Kopf frei kriegen, auch mal loslassen können, sich freuen, ganze Stunde sich nur auf den eigenen Körper, auf sich selbst konzentrieren zu können, alles andere mal abzuschalten. Oder wie es natürlich auch im Yoga ganz stark ist, seine Mitte finden und so einfach auch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen.